Moin Moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute die 11. Lesung von Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Wir befinden uns immer noch in diesem wunderbaren Kapitel, getitelt auf neuen Wegen zum alten Ziel. Wir sind auf Seite 113 angekommen, ich gehe aber nochmal eben einen Absatz zurück auf den letzten Absatz auf Seite 112. Dass wir uns da ein wenig einlesen können in das, worum es jetzt gleich geht. Und wir haben letzte Sendung auch schon gemerkt, das Buch hat jetzt eine bestimmte Wendung erfahren. Von dem Demetrius, da bleiben wir immer beschäftigt mit von zu sprechen, aber von der Aufarbeitung des Falles geht es jetzt noch in viele übergeordnete Dinge darüber und das wird, wie gesagt, unglaublich interessant. Also am Ende auf Seite 112, der letzte Absatz, da sagt der Autor: Der Jesuit Wolf, der einstige Freier von Lüdinghausen, war einer der Hauptpropagandisten des Jesuitenordens. Man traf ihn, wie ein Zeitgenosse berichtet hat, Zitat, ebenso leichtlich auf dem Postwagen und an den deutschen Höfen in einem Kavalierskleide an, als im Kollegio auf die Jesuitenmode gekleidet. Jedoch dieses geschah nicht aus Wollust oder aus anderen unrichtigen Absichten, sondern aus Begierde zur Ausbreitung seiner Religion. Und aus dieser Absicht konnte er sich auch dermaßen in alle Sättel schicken, dass er keine ehrliche Gesellschaft verderbete. Ende Zitat. Aber wenn er die sogenannten Ketzer allesamt in einen Sack hätte stecken können, so würde er sie nicht eher herausgelassen haben, bis sie um Quartier gebeten, also das heißt sich ergeben hätten und den Rosenkranz angenommen hätten. Das heißt, wenn sie sich der römischen Kirche unterworfen hätten. Genau das, was die ganze Welt tun soll. Dieser Pater Wolf, fahren wir jetzt also in der Lesung fort, stellte also den Typ eines Jesuiten dar, welcher der Schilderung Schers von der Vielseitigkeit des Jesuiten entsprach. Er war ebenso gewandt im Beichtstuhl, Lehrzimmer und Ratssaal, wie auf der Kanzel und auf dem Disputierkatheter. Er konnte mit unbefangener Sicherheit auf dem glatten Parkett der Paläste sich bewegen. Ende Zitat. Der Zar Peter I. hatte den Jesuiten Wolf während eines Aufenthalts in Wien kennengelernt. Pater Wolf war politisch außerordentlich tätig. Zwischen dem Zaren und dem Jesuiten hatte sich ein engeres Verhältnis herausgebildet, das im Vatikan große Hoffnungen erweckte. Aber, so schreibt Eduard Winter dazu, Zitat, der Nuntius meldete die schon an sich übertriebene Darstellung des Jesuiten von seinen Gesprächen mit dem Zaren übertrieben nach Rom weiter. Auch die Berichte jener Jesuiten, die mit den Russen zusammenkamen, an den General ihres Ordens, waren viel zu optimistisch gehalten. Zu sehr war der Wunsch der Vater des Gedankens. Die wirklichen Motive Peters und seiner Mitarbeiter übersahen sie geflissentlich oder erkannten sie in ihrer Überheblichkeit gar nicht. Diese Motive, wie außenpolitische Interessen und Kampf für die Aufklärung gegenüber der russisch-orthodoxen Kirche, hatten nichts mit Katholikenfreundlichkeit zu tun. Freilich war mit solch optimistisch gefärbten Berichten den Auftraggebern nicht sehr gedient. Im Gegenteil. Die Kirchenunion, die nach diesen Gesprächen wieder einmal zum Greifen nahe schien, war in Wirklichkeit so fern wie zuvor. Ende Zitat. Es zeigte sich auch hier, wie so oft in der Geschichte der Jesuiten, blinder Eifer schadet nur. Aber dieser blinde Eifer ist überall und immer eine Folgeerscheinung des politischen und religiösen Fanatismus. Leibniz versuchte jetzt, den Zaren zu veranlassen, beim Papst die Berufung eines ökumenischen Konzils zu beantragen, um zunächst die Vereinigung der russisch-orthodoxen mit der römisch-katholischen Kirche zu erreichen. Hier sprechen wir noch einmal von dem Leibniz, und ich hatte ja letzte Sendung gesagt, dass ich davon ausgehe, so wie über ihn geschrieben wurde, dass der Leibniz ein Freimaurer ist. Hatte ich da mit der Renate nicht nur drüber gesprochen, ich hatte ja vor allen Dingen die letzte Sendung bereits vorab geschickt, die ich ja gestern am 2. Juli aufgenommen habe. Und sie hat sie sich dann noch angehört und dann hat sie mir einen Ausschnitt geschickt, internetloge.de, internetloge.org, Hamburg, Deutschland, Freimaurerei, Freimaurerlogen, Freimaurer.
Und hier steht Freimaurerei, Rückblick und Ausblick. Und ich lese euch mal kurz vor, was hier steht. Die Geschichte des Freimaurerbundes ist eng mit der Geschichte der Philosophie verknüpft. Für unsere heutige moderne Zeit leitet diese sich aus der kosmologischen Naturphilosophie von Kopernikus, Galilei und Kepler, aus der theosophischen Naturphilosophie von Jakob Böhme, aus den Lehren der großen Programmatiker Montaigne, Giordano Bruno und Francis Bacon und aus den konstruktiven Systemen von René Descartes, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, John Locke und Gottfried Wilhelm Leibniz ab. Das Zitat geht noch weiter. Ich möchte da jetzt auch gar nicht weiter drin gehen, weil ihr habt gerade ein paar Namen gehört. Für unsere heutige moderne Zeit leitet sich die Geschichte der Philosophie der Freimaurer aus der kosmologischen Naturphilosophie von Kopernikus, Galilei und Kepler ab. Da werde ich natürlich mit der Lesung des Werkes Der Kosmologiekonflikt, das mir die Renate ja übersetzt hatte, ganz tief drauf eingehen. Aber wir sehen hier eben auch, dass ich mit meiner Vermutung, die ich ja nur aus dem Inhalt, was der Autor hier geschrieben hat, hatte, dass der Leibniz ein Freimaurer war, vollkommen richtig lag. Also, Leibniz versuchte jetzt den Zaren zu veranlassen, beim Papst die Berufung eines ökumenischen Konzils zu beantragen, um zunächst die Vereinigung der russisch-orthodoxen mit der römisch-katholischen Kirche zu erreichen. Also ein kleines zweites Vatikanisches Konzil, wie wir es 1965 hatten, ne? 1965 abgeschlossen hatten. Das war ja das große ökumenische Konzil, da waren ja alle Kirchen, die darunter waren. Leibniz wollte nur ein Konzil für die russisch-orthodoxen mit der römisch-katholischen Kirche zu vereinen. Leibniz ahnte natürlich nicht, welche Schwierigkeiten einem solchen Konzil von römischer Seite entgegenstanden. Im Lauf der Jahrhunderte war diese Vereinigung jener beiden Kirchen schon oft versucht worden. Die katholische Kirche, also wir sprechen dann hier immer von der westkatholischen, wenn die katholische Kirche gemeint ist, die andere ist immer die orthodoxe oder die russische oder die griechische, aber die katholische, damit meint der Autor immer die römisch-katholische. Also die katholische Kirche gab und gibt indessen keines von ihren Dogmen preis. Alle Aufforderungen in dieser Hinsicht wurden stets mit dem berühmten Wort non possumus, wir können nicht, beantwortet. Schon während der Minderjährigkeit Peters des Ersten hatte die römische Kirche versucht, sich Rechte in Russland zu sichern. Es wurden immer wieder versteckte katholische Missionen entdeckt, die zwar gestattet blieben, aber doch in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt wurden. Nach der russischen Niederlage in der Schlacht bei Narva 1701 gegen Karl XII. Von Schweden geriet der Zar militärpolitisch in wachsende Bedrängnis. Er musste die Wahl des russenfeindlichen Stanislaus Leszczynski zum König von Polen verhindern, um einem möglichen Bündnis zwischen Polen und Schweden gegen Russland vorzubeugen. Wie einst Ivan IV. In einem solchen Fall den Papst in Anspruch nahm, um diesen mit der Hoffnung auf eine Katholisierung Russlands zu veranlassen, einen Frieden mit dem katholischen Polen herbeizuführen, so verfuhr Peter I. dann auch hier. Er schickte im Jahre 1707 seinen Gesandten Kurakin zum Papst, um diesen zu bitten, dem neuen polnischen König die Anerkennung zu versagen. Diese russische Gesandtschaft wurde allgemein als ein Versuch des Zaren bewertet, die Vereinigung der beiden Kirchen, also der römisch-katholischen und der russisch-orthodoxen, vorzubereiten. Der Historiker Alexander Brückner schrieb dazu in seinem Werk Peter der Große, erschienen in Berlin 1879, Zitat: Ging doch ein Kardinal so weit, in einem Briefe an den Papst demselben zu versichern, dass er es von Kurakin selbst gehört habe. Urbich soll dem Zaren den Vorschlag gemacht haben, auf die Berufung eines ökumenischen Konzils anzutragen und Leibniz die Ausarbeitung anzuvertrauen. Urbich hat mit Leibniz über diese Angelegenheit korrespondiert. Der Letztere hoffte auch, die englische Kirche zur Teilnahme an dem Unternehmen zu bewegen. Es kam zu nichts. Ende Zitat. Johann Christ Urbich war der
also das ist hier abgekürzt, joh.christ.urbich. Ich nehme mal an, dass er Johann Christian heißt oder sowas. Urbich war der russische Vertreter in Berlin und stand in enger Verbindung mit Leibniz. Er erstrebte, wie der Philosoph, ein allgemeines christliches Konzil, auf dem die dogmatischen Streitigkeiten der Kirchen behoben werden können. Eduard Winter schreibt darüber, Zitat: Peter der Große ließ über Urbich sein Interesse an einem solchen Plan erklären. Erst müsse allen Friede sein. Es war eine ähnliche Antwort, wie sie Jahrhunderte zuvor Zar Ivan IV. Gegeben hatte. Die Verhandlungen zwischen Leibniz und Urbich, die der Kurie nicht verborgen blieben, vermehrten das Interesse für Urbich in Rom. Es heißt deswegen in dem Bericht des sächsisch-polnischen Residenten in Rom, dass die Nachricht von dem Eintreffen des Vertrauensmannes Peters des Großen in Rom günstig aufgenommen worden sei. Mit einem Unterhändler des Zaren, der selbst nicht geborener Russe war, hoffte man in Rom leichter fertig zu werden als 1707 mit dem Russen Kurakin. Ende Zitat. Bereits bei Peters Anwesenheit in Paris hatte die Körperschaft der Sorbonne eine Denkschrift zur Vereinigung der beiden Kirchen ausgearbeitet. Diese Denkschrift wurde indessen in Russland verworfen. Als jetzt der russische Gesandte zur Erreichung seines politischen Anliegens im Vatikan auf die loyale Behandlung der Katholiken in Russland hinwies, forderte die Kurie eine schriftliche Festlegung der Freiheiten und Rechte der katholischen Kirche in Russland. Man forderte also ein Konkordat. Der russische Gesandte wich aber aus. Der Zar hatte inzwischen Zeit gewonnen und Rüstungen betrieben. Im Jahre 1709 stellte Peter die Lage durch seinen entscheidenden Sieg über die Schweden bei Poltawa wieder her. Im Anschluss daran eroberten die Russen Viborg, Riga und Reval. Livland und Kurland gerieten unter russischen Einfluss. Die wohlwollende Unterstützung des Vatikans war überflüssig geworden. Jetzt hatte Peter die katholischen Mächte nicht mehr zu fürchten. Winter schreibt dazu, Zitat: Nun war aber Russland wiederum nicht so sehr daran interessiert, die Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl fortzuführen, besonders unter Bedingungen, die keineswegs die Zustimmung des russischen Volkes und der russischen Kirche finden konnten. Vor allem galt dies für den Anspruch des Papstes, mit seiner Heiligkeit angesprochen zu werden, wodurch indirekt die Unterordnung der russischen Kirche unter die römische zum Ausdruck gebracht worden wäre. Ende Zitat. Schon Ivan IV. Hatte dem Jesuiten Possovino gesagt, er finde es lächerlich, dass der Papst sich den Fuß küssen lasse, während Boris Godunow erklärte, Zitat, Moskau sei das wahre rechtgläubige Rom. Ende Zitat. Es handelte sich bei allen Verhandlungen über die Vereinigung stets um den Anspruch der Päpste auf den Primat. Bereits bei der ersten russischen Gesandtschaft nach Rom im Jahre 1698 hatte deren Leiter B.P. Seremetev reiche Geschenke für den Papst und für die Kardinäle mitgebracht und Entgegenkommen gezeigt. Die Russen hatten indes sehr wohl gemerkt, dass die Jesuiten die politische Lage durch ihre weitgehende Beeinflussung der katholischen Regierungen zugunsten des Vatikan gestalteten und auf diese Weise einen Druck auf alle ihnen nicht willfährigen Regierungen auszuüben vermochten. Im Jahre 1714 versuchten die Jesuiten mit Hilfe des von Peter entmachteten Patriarchenverwesers Jaworski, den Zarewitsch Alexei zu beeinflussen, der mit einer Schwester der österreichischen Kaiserin vermählt war. Dem Zarewitsch wurde sogar ein katholisches Messbuch zur erbaulichen Lektüre überreicht. Die bei dem falschen Demetrius angewandte Methode, einen katholischen Zaren zu schaffen, wurde hier mutatis mutandis bei dem legalen Nachfolger Peter des Großen versucht. Der Jesuit Innes berichtete im Jahr 1715 stolz über die Erfolge der jesuitischen Mission. Richtiger, der katholischen Aktion in Russland. Er glaubte, die Vereinigung der beiden Kirchen könne nun bald verwirklicht werden. Jetzt erkannte auch der Zar die politische Gefährlichkeit der Jesuiten für den Staat. Der Historiker Brückner schreibt dazu, Zitat: In Russland wie im Westen empfand man, dass von der katholischen Propaganda gewisse Gefahren drohten.
In England erschien eine Flugschrift, in welcher die russische Kirche vor den Nachstellungen der römischen gewarnt wurde. Dazwischen kam es zu unliebsamen Episoden in Russland. Am 18. April 1719 empfing Major Rumjantsow ein eigenhändiges Schreiben vom Zaren, welches den Auftrag enthielt, in der Wohnung der Jesuiten in der deutschen Vorstadt von Moskau eine plötzliche Haussuchung zu veranstalten und alle Papiere in Beschlag zu nehmen. Dieses sollte nachts geschehen. Am folgenden Morgen sollten die Jesuiten die Reise über die Grenze antreten. Nur befahl der Zar, sie unterwegs in Moschaisk so lange aufzuhalten, bis ihre Papiere einer Durchsicht unterworfen seien. Der Grund dieser Maßregel war die katholische Propaganda, welcher sich die Jesuiten schuldig gemacht haben. Ende Zitat. In dem Ukas des Zaren vom 29. April 1719 heißt es unter anderem, Zitat, nachdem der Zar mit seinen eigenen Augen die Tätigkeit kennengelernt hat, welche die Jesuiten in fremden Ländern entwickeln, kann er sich nicht genug darüber wundern, dass die europäischen Souveräne sie noch dulden. Er hat aus eigenem Antriebe den Beschluss gefasst, ihnen den Aufenthalt in seinen Staaten zu versagen. Ende Zitat. Erst 50 Jahre später sah sich Papst Clemens XIV., der von 1769 bis 1774 sein Pontifikat hatte, veranlasst, selbst den Jesuitenorden aufzuheben. Der Papst stellte in seinem Breve Dominus ac Redemptor Noster vom 21. Juli 1773 ex cathedra, also unfehlbar fest, Zitat, Imo fieri aut vix nullo modo posse, ut ea in columne manente, vera pax ac idioturna ecclesia restituatur. Auf Deutsch, dass es kaum oder gar nicht möglich ist, solange besagte Gesellschaft, also die Gesellschaft Jesu, besteht, der Kirche einen wahren und dauerhaften Frieden wiederzugeben. Das steht in der Bulle Dominus ac Redemptor Noster, die die Jesuiten verboten hat. Über die Details von Papst Clemens XIV., was dem vorausging, was da passierte und was danach kam, verweise ich auf meine Lesung von Herrscher des Bösen. Es ist wichtig, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, und da könnt ihr entweder meine Lesung von dem Buch von Griesinger über die Geschichte des Jesuitenordens vom Anfang bis zum Moment, wo er das Buch schreibt, 1866 lesen, und ganz sicher solltet ihr das Buch Herrscher des Bösen in der Hinsicht mal zu Rate ziehen. Das hatte sich nicht nur in Russland gezeigt. Ja? Also, dass es kaum oder gar nicht möglich ist, solange die Gesellschaft Jesu besteht, der Kirche einen wahren und dauerhaften Frieden wiederzugeben. Das hatte sich nicht nur in Russland gezeigt. Während Peter der Große in rein religiösen Angelegenheiten sonst durchaus duldsam war, sah er sich gezwungen, diesen Standpunkt zu verlassen, da die Jesuiten, wo sie erschienen, politisch gegen den Staat wirkten, nicht geistlich, nicht religiös, sondern politisch. Das war so, das ist so und das wird auch wohl so bleiben, weil es in den mannigfachen Verlautbarungen des Ordens erklärt worden ist und weil es die geschichtliche Erfahrung zeigt. Wir berufen uns dabei außerdem auf jene Erklärung des Papstes, dass es keinen Frieden in der Kirche geben könne, solange besagte Gesellschaft Jesu besteht. Wir können diese Erklärung indessen erfahrungsgemäß erweitern und sagen, dass es keinen Frieden auf Erden geben kann, solange besagte Gesellschaft Jesu besteht. Jedenfalls griff Peter der Große mit seinem Ukas nur der Aufforderung des Papstes Clemens XIV. Vor, der in jenem Breve sagt, Zitat, wir mahnen alle christlichen Fürsten, dass sie mit der in Händen habenden Macht, Gewalt und Ansehen, die ihnen von Gott zur Beschützung der heiligen römischen Kirche anvertraut worden, dann auch aus Achtung und Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl, alle ihre Kräfte verwenden, um dieses unser Breve in vollkommene Vollziehung zu bringen und nach dem Inhalt desselben ähnliche Verordnungen
zum Verbot des Jesuitenordens ergehen lassen. Ende Zitat. Durch seinen Ukas hatte Peter der Große dieser Aufforderung des Papstes also 50 Jahre zuvor entsprochen. Zweifellos war das Verbot des Jesuitenordens unter dem Druck der sich erfolgreich ausbreitenden Freimaurerei herbeigeführt worden. Und hier seht ihr, wie die Jesuiten bereits antizipieren auf diese Dinge. Wenn die Jesuiten verboten werden, dann schicken wir eben die Freimaurerei rein. Da die Freimaurerei aber von den Jesuiten kontrolliert ist, wird man diese Gesellschaft Jesu nicht los. So, und das hat sich ja bereits vorher bewahrheitet, dass man sie einfach nicht los wird. Hier steht dann weiterhin, der Jesuit Koch hat in seinem im Jahre 1934 erschienenen Jesuitenlexikon, das erschienen ist in Paderborn 1934, Artikel Freimaurerei, in Übereinstimmung mit den Darstellungen des Freimaurers G. Findel in dessen Geschichte der Freimaurerei das folgende geschrieben. Zitat. Nicht selten hat man den Freimaurerbund mit dem Jesuitenorden verglichen. Nicht mit Unrecht, denn beide verhalten sich zueinander wie Pol und Gegenpol. Beide Verbindungen stammen aus der Periode des untergehenden Mittelalters. Während der Jesuitenorden sich für die mittelalterliche Idee der kirchlichen Hierarchie begeisterte, fingen die Freimaurer an, in ihrer Weise an den großen Neubau der modernen Gesellschaft zu arbeiten. Beide Vereine haben sich von Anfang an über die lokale und nationale Beschränkung erhoben. Der Jesuitenort als ein, und ich füge Anführungszeichen hinzu, christliches Institut, die Freimaurerei als ein menschlicher Verein. Also, wenn man die Menschen nicht religiös bekommt mit dem Jesuitenorden und mit dem Katholizismus oder dem sogenannten Christentum, was es ja nicht ist, dann bekommt man sie eben über den Humanismus. Dann bekommt man sie über das doch erleuchtet sein wollen, über Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit, Schlagworte. Ja? Also, du bist so oder so verloren. Ob du den Jesuiten zustimmst oder ob du den Freimaurern zustimmst. In beiden Fällen gehst du den breiten Weg in den Abgrund, der nicht zum ewigen Leben führt, sondern der eben von Menschen oder vom Antichristen, sogar vom Teufel selber gesteuert wird, um die Menschen eben in die Irre zu führen. Ich habe selten oder eigentlich bisher gar nicht irgendwo eine Aussage gelesen, die so unverblümt ganz klar das darstellt, was ich immer aus meiner eigenen Meinung heraus gesagt habe. Ich möchte dieses kleine Zitat nochmal eben wiederholen. Und wir sind noch nicht fertig, es geht noch einen Absatz weiter. Aber ich wiederhole es nochmal, dass wir das bitte uns gut vor Augen halten, was hier, das ist ja von einem Jesuiten in dem Jesuitenlexikon unter dem Artikel Freimaurerei geschrieben. Ein Jesuit selber schreibt das, wie immer, die Wahrheit über diese Organisation kommt von ihren eigenen Publikationen. Ja? Es steht hier geschrieben, nicht selten hat man den Freimaurerbund mit dem Jesuitenorden verglichen. Das kann man auch tun. Der einzige Unterschied, der sich also erstmal als Unterschied aufzwingt, das aber eigentlich keiner ist, ist der, dass die Jesuiten religiös sind und die Freimaurer eben nicht an einen Gott gebunden, sage ich mal. Ne? Da musst du nur den Gaotu bekennen, den großen Architekten des Universums. Und nennen kannst du ihn, wie du willst. Da kannst du dem ägyptischen Mystizismus anhängen, da kannst du dem Buddhismus anhängen, da kannst du Atheist sein. Hauptsache, du sagst, es gibt diesen einen großen Architekten. Ja? Also, was die Jesuiten religiös anpacken, das packen die Freimaurer eben auf der menschlichen Ebene an. Und deswegen kann man die beiden auch vergleichen. Die Arten und Weisen, wie sie es anpacken, sind anders,
Aber das Ziel ist dasselbe. Wie hieß das Kapitel nochmal? Mit neuen Wegen zum alten Ziel. Was ich mit den Jesuiten bis jetzt nicht erreicht habe, das mache ich dann mit den Freimaurern. Und wenn ich es mit den Freimaurern nicht erreiche, dann schwenke ich wieder um auf die Jesuiten. Im Augenblick leben wir in einer Zeit, wo die Jesuiten hochgeschätzt werden. Deswegen ist der heutige Papst Franziskus ein Jesuit. Deswegen kommen die Jesuiten überall mehr oder weniger offen heraus dafür, was sie sind. Weil keiner mehr die Zielstellung des Jesuitenordens der Gesellschaft Jesu überhaupt kennt. Da haben sie dafür gesorgt, indem sie eben die Geschichte ausradiert haben, dass das keiner mehr weiß. Weil solche Bücher wie dieses und die anderen Bücher, die ich über die Jesuiten gelesen habe, sind ja nur noch Nischenwerke. Das wird ja nur von ganz wenigen Menschen wird das gelesen und von noch weniger wird es begriffen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, allein hier schon der erste Satz, nicht selten hat man den Freimaurerbund mit dem Jesuitenorden verglichen. Nein, und hier vergleicht man nicht Äpfel mit Birnen, hier vergleicht man Jonah Gold mit Elster, um jetzt mal zwei Apfelsorten zu nennen. Sind beides Äpfel. Nicht mit Unrecht, fährt das Zitat fort. Denn beide verhalten sich zueinander wie Pol und Gegenpol. Beide Verbindungen stammen aus der Periode des untergehenden Mittelalters. Also, sie stammen aus der Periode, wo der Papst seinen absoluten Machtgriff auf die Erde verloren hat. Zeit der Reformation. Ja? Während der Jesuitenorden sich für die mittelalterliche Idee der kirchlichen Hierarchie begeisterte, fingen die Freimaurer an, in ihrer Weise an dem großen Neubau der modernen Gesellschaft zu arbeiten. Der große Neubau. Dazu gehört eine Transformation. Erinnert ihr euch noch an das am 3. Juli 2024, nämlich heute, wo ich diese Lesung mache, erschienenen Teil der modernen Kriege? Transformation zu einer neuen Menschheit durch päpstliche Animatoren heißt das. Schaut euch das mal an. Moderne Kriege, Sendung 75-22. Ich werde sie verlinken hier in diesem Video mit bei, dass ihr euch das anschauen könnt. Ja? Die Freimaurer haben sich zusammengeschlossen, um einen großen Neubau der modernen Gesellschaft zu erarbeiten. Beide Vereine haben sich von Anfang an über die lokale und nationale Beschränkung erhoben, sind also supranational. Der Jesuitenorden als ein katholisches Institut, das Wort christlich gebrauche ich jetzt absichtlich nicht, die Freimaurerei als ein menschlicher Verein. Wir dürfen nicht vergessen, das hat ein Jesuit geschrieben. Natürlich schreibt er christlich, ich sage aber katholisch und das hat mit Christentum nichts zu tun. Jetzt geht das Zitat nochmal weiter. Die Gegner fanden sich. Im Finden von Gegnern haben die nie ein Problem. Im 18. Jahrhundert, dem Aufklärungs- und Geheimbundjahrhundert, sammelten die Freimaurer sich unter dem Zeichen der Maurer und bald stellten sie eine Macht ins Feld, nicht minder geschlossen, nicht minder zielbewusst als die des Gegners, also des Jesuitismus. Stärker aber dadurch, dass diese Macht nicht im hellen Tageslicht wirkte, sondern in dem geheimnisvollen Zwie- und Dämmerlicht der Logen. Diese Macht hatte ihre Verbündeten an jedem Hof, an jedem aufgeklärten Bischofssitz, in jedem Domkapitel saßen ihre Getreuen. Ende Zitat. Was der Jesuit Koch, der dieses Lexikon schrieb und der Verfasser dieser Zeilen ist, natürlich nicht sagt, ist, dass die Jesuiten ebenso ihre Verbündeten an jedem Hof, an jedem Bischofssitz, in jedem Domkapitel hatten und vor allen Dingen in jeder lokalen Regierung, in jeder regionalen Regierung und in jeder nationalen Regierung. Aber das sagt er nicht. Diese kurze Erklärung dürfte im Allgemeinen richtig sein.
Peter der Große wurde von seinen Beratern, dem Schotten Gordon und dem Franzosen François Lefort, vermutlich im freimaurerischen Sinne beeinflusst, als er die Jesuiten auswies. Es war ja auch genug Anlass vorhanden. Winter schreibt dazu, Zitat: Einerseits wurden die Katholiken ebenso wie die Protestanten in Russland geduldet, weil man sie für den Aufbau der Wirtschaft, für Heer und Marine brauchte. Andererseits übten aber einige einen gefährlichen Einfluss in Russland aus und öffneten der Spionage im Dienst fremder Mächte Tür und Tor. So wird auch die Haltung Peters des Großen verständlich. Ende Zitat. Ob indessen der Zar selbst Freimaurer gewesen ist, wie von freimaurerischer Seite zuweilen behauptet wurde, das ist historisch nicht nachweisbar. Die erste offizielle Loge wurde im Jahre 1717 zu London gegründet. Die freimaurerischen Vermutungen gehen dahin, dass Peter der Große bei seinem Aufenthalt in London von dem englischen Freimaurer Sir Christoph Wren, der lebte zwischen 1632 und 1723, in die Loge aufgenommen sein könnte. Wie dem nun auch sein mag. Peters Verhalten gegenüber den Jesuiten im Jahre 1719 entspricht ganz dem um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts beginnenden und sehr erbittert geführten Kampf der Freimaurerei gegen den Jesuitismus. Da die Freimaurer nun ihrerseits im Sinne des von ihnen vertretenen Liberalismus Einfluss auf die Regierungen gewannen und sich dabei über die lokale und nationale Beschränkung erhoben, das heißt überstaatlich und übernational arbeiteten, also supranational und suprastaatlich, wie ich vorhin sagte, konnten sie bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts selbst katholische Fürsten und Minister zu ihren Anhängern zählen. Da die Jesuiten sich durch ihr Auftreten selbst bei katholischen Geistlichen verhasst machten, war der Papst Clemens XIV. Schließlich gezwungen, den Orden Jesu aufzulösen, um, wie es in dem Breve heißt, der Kirche den Frieden wiederzugeben. Und wer zusammen mit mir das Buch Herrscher des Bösen gelesen hat, der weiß, dass das eine Finte von Lorenzo Ricci, dem damaligen Jesuitengeneral, war, der seit den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts darauf hingearbeitet hat, um dieses Verbot, dieses offizielle Verbot der Jesuiten zu organisieren, um eine Tarnung aufzugeben, um sich hinter einer anderen Tarnung zu verstecken. Den Jesuitenorden aufgeben und hinter den neu gegründeten Freimaurern agieren, kurzzeitig sowas wie die Illuminaten ins Leben rufen, die von dem Jesuiten Weishaupt, deren Grundsätze, deren Konstitution mehr oder weniger geschrieben wurden, und diese Tarnung auch wieder aufzugeben, wenn nötig, und bis heute, ins 21. Jahrhundert, immer noch diesen Titel Illuminaten hier und dort zu gebrauchen, wenn es ihnen in den Kram passt. Die Illuminaten sind nicht untergegangen, denn die Illuminaten waren nur die Jesuiten, die sich dahinter versteckt haben. Und solange die Jesuiten nicht untergehen, gehen auch die Illuminaten nicht unter. Sie erzählen euch das hier und da, aber das sind oftmals eben nur Finden. Man muss eben das Buch von Sun Tzu über die Kunst des Krieges auch verstanden haben, was wir ja auch eingearbeitet hatten in das Buch Herrscher des Bösen. Man muss auch den Machiavellianismus verstehen. Über den Machiavelli hatten wir ausführlich gesprochen in Herrscher des Bösen. Das ist alles im Anhang damit drin. Schaut euch das Buch an. Es ist so unglaublich wichtig. Und wenn man dieses Basiswissen bereits mitbringt, um sich das hier durchzulesen oder sich von mir jetzt vorgelesen anzuhören, dann hat man ein viel besseres Verständnis. Der letzte Satz nochmal. Da die Jesuiten sich durch ihr Auftreten selbst bei katholischen Geistlichen verhasst machten, was ihre Absicht war, war der Papst Clemens XIV. Schließlich gezwungen, den Orden Jesu aufzulösen, um, wie es in dem Breve heißt, der Kirche den Frieden wiederzugeben. Der bekannte Literaturhistoriker Hermann Hettner hat die entstandenen Verhältnisse jener beiden Orden folgendermaßen dargestellt. Zitat: Als der Katholizismus durch das Wiederaufleben der klassischen Altertumsstudien, also dem Humanismus, und durch die Stürme der Reformation in seinen tiefsten Grundsätzen erschüttert war, hatte die Errichtung des Jesuitenordens das Gebäude der römischen Kirche nicht nur wiederhergestellt,
sondern es sogar mit neuem, fast unerhörten Glanz ausgestattet. Nochmal, das muss man wirklich gut verstehen. Als der Katholizismus durch das Wiederaufleben der klassischen Altertumsstudien, dem Humanismus, und durch die Stürme der Reformation in seinen tiefsten Grundsätzen erschüttert war, da hatte die Errichtung des Jesuitenordens das Gebäude der römischen Kirche nicht nur wiederhergestellt, sondern es sogar mit neuem, fast unerhörten Glanz ausgestattet. Mit anderen Worten, der römische Katholizismus wurde vollkommen dem Jesuitismus unterstellt. So kann man das auch verstehen. So sollte man das verstehen. Ja? Das Aufleben des der klassischen Altertumsstudien, den Humanismus, da müssen wir uns ja gar nicht groß fragen, wo kommt denn das her? Das ist doch die ganze Philosophenlehre aus Griechenland. Plato, Sokrates und Konsorten. Aber weiter geht das Zitat. Und als in England eine freisinnige, über die kirchlichen Glaubenssätze hinausschreitende Philosophie entstand, erlangte sie durch die Errichtung des Freimaurerordens eine Macht, welche unter der Herz- und Fantasie sprechenden Form eines neuen religiösen Kultus die neuen freien Gedanken schnell über die ganze Erde trug und von Jahr zu Jahr an Verbreitung und weiterwirkender Bedeutung zunahm. Ende Zitat. Denn seine Macht ist's, die sein Herz verführt, sagt Schiller in dem Prolog zum Wallenstein. Die herzansprechende Form eines neuen religiösen Kultus, durch welchen die neuen freien Gedanken schnell über die Erde getragen wurden, entartete nämlich in dem Verhältnis, wie die Freimaurerei an Macht und politischem Einfluss gewann. Es ist durchaus verständlich, dass sich gerade edel denkende und freiheitlich gesonnene Menschen damals der Freimaurerei begeistert anschlossen. Denn unbestreitbar haben die Freimaurer jener Zeit durch ihr Wirken wesentlich zur Aufklärung und Geistesfreiheit beigetragen. Aber ebenso unbestreitbar ist es, dass die Freimaurerei ihre im 18. Jahrhundert errungene Macht schließlich ebenso politisch missbraucht hat wie der Jesuitismus. Die von der Freimaurerei vertretenen und geförderten neuen freien Gedanken wurden schon sehr bald dogmatisiert. Die während der Zeit der Verfolgung durch die Fürsten und der Verfolgung durch die Päpste Clemens XII. In Eminenti vom 28. April 1738 und Benedikt XIV. Providas vom 18. Mai 1751 erforderlich gewesene Geheimhaltung wurde zur Geheimniskrämerei und damit auch zur Geheimnisbündelei. Diese wiederum zeugte die albersten okkulten Auswüchse und gestattete eine politische Auswertung durch die Einrichtung der Hochgrade durch unbekannte Obere. Die Einrichtung der Hochgrade durch und unbekannte Obere ist natürlich ein Resultat der jesuitischen Arbeit in der Freimaurerei. Ne? Schließlich wurde die Freimaurerei zu einem politischen Instrument, wie der Jesuitenorden auch. Wie die Satyrkomödie, das antike Trauerspiel, so begleitet der Hang nach dem Übernatürlichen die Aufklärung, schrieb Max von Böhn über diese Erscheinung des 18. Jahrhunderts. Und dabei waren die Freimaurerei und verwandte Geheimorden maßgeblich beteiligt. Geistig bedeutende Freimaurer wie Friedrich der Große, Lessing, Fichte und viele andere wandten sich dann auch enttäuscht von dem entarteten Logenwesen ab. Ja, der genannte Literaturhistoriker Hermann Hettner urteilt über jene Zustände, Zitat, hätten nicht doch die Edlen und Auserwählten im Hintergrund gestanden und das krachende und sinkende Gebäude mit ihren Schultern unterstützt, so wäre ein neues Verderben hereingebrochen und durch Regenten, Pfaffen und Freimaurer die Vernunft von der Erde verbannt worden. Ende Zitat. Nun befinden wir uns im Augenblick beinahe am Ende auf Seite 121. Und ich habe mir zur Seite 119, als ich das Buch damals im Auto gelesen habe, eine Notiz gemacht. Da steht, ab Seite 119, letzter Absatz, wird deutlich, wie die römisch-katholische Kirche Freimaurertum und
Jesuitismus für ihre Ziele benutzt. Und ich denke, das ist gerade eben aus den letzten zwei Seiten gelesen auch ganz deutlich geworden. Der Autor fährt fort und sagt, selbst ein so namhafter Freimaurer wie der Großmeister Otto Hieber sagte im Jahre 1900 in einem seiner Vorträge, Zitat, Friedrich der Große, Lessing, Herder, Fichte zogen sich vom Logenleben und aus der Verbindung mit den Brüdern gänzlich zurück. Einerseits abgeschreckt durch das zerfahrene Systemwesen, andererseits wohl unbefriedigt, weil der Kreis der Brüder ihrem Gedankenfluge nicht folgen konnte. Ende Zitat. Durch die Auflösung des Jesuitenordens wurde dem Katholizismus allerdings die wirkungsvollste Organisation bei der eifrig betriebenen Gegenreformation genommen. Umso erstaunlicher war es, dass die Jesuiten in dem protestantischen Preußen unter König Friedrich dem Großen und in dem orthodoxen Russland unter Zarin Katharina der Großen, der Zweiten, geduldet wurden. Der Theologieprofessor Leopold Witte hat im Jahre 1892 sehr ernste und beachtenswerte Worte zu diesem sonderbaren Verhalten Friedrichs des Großen geschrieben. Er meint nämlich, Zitat, das Papsttum, welches der König Friedrich der Große schon in seiner Ohnmacht sterben zu sehen glaubte, dieses Papsttum ist gefestigter denn je in der Weltgeschichte aus dem Kampf um seine Existenz hervorgegangen. Und die Macht, welche ihm zu dieser die Zeit beherrschenden Stellung verholfen hat, ist der Jesuitenorden, welchen seine, also Friedrichs des Großen Politik, über die drohende Gefahr des Untergangs so wohlwollend selbstherrlich hinübergehoben hat. Nicht, dass der preußische König der einzige Rettungsanker für den in den Stürmen der Zeit hin und her geworfenen Orden gewesen war. Heimlich und auch öffentlich hielten die Jesuiten trotz des päpstlichen Verbots in der ganzen Welt zusammen, bis ein anderer, zwischen Anführungszeichen füge ich hinzu, unfehlbarer Papst, das Bräve seines unfehlbaren Vorgängers kassierte und dem Orden wieder zur Weltmacht verhalf. Aber Friedrich hat das öffentliche Gewissen geschwächt und geschädigt, indem er durch seine Stellung zu den Jesuiten die Überzeugung von der Ungefährlichkeit des Ordens bestärkte. Sein eigener Staat hat die Früchte davon schon geschmeckt. Gebe Gott, dass sie nicht noch bitterer werden, und wenn nach berühmtem Ausspruch der Kampf zwischen Katholizismus und Protestantismus im Märkischen Sande ausgefochten wird, der Jesuitenorden dabei nicht den entscheidenden Schlag führe. Ende Zitat. Im zaristischen Russland schrieb Eduard Winter, Zitat, im zaristischen Russland überdauerte die Gesellschaft Jesu die für sie schwere Zeit der Aufklärung, um dann 1814 im Zeichen des Siegeszuges der politischen und kirchlichen Restauration in Europa wie ein Phönix aus der Asche für die ganze katholische Welt wieder aufzuerstehen. Ende Zitat. Jetzt müssen wir doch mal eben überlegen, was in dieser ganzen Zeit überhaupt passiert ist. Im zaristischen Russland überdauert die Gesellschaft Jesu die für sie schwere Zeit der Aufklärung, schreibt Eduard Winter. Der Jesuitenorden wurde 1773 verboten. 1798 haben wir die Französische Revolution. Dann kommt Napoleon, Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts, mit einem Russenfeldzug, ein Feldzug durch Deutschland, wo erstmal Protestanten wieder vernichtet werden, die Feinde der Jesuiten, wo er dann Polen ohne Probleme durchmarschiert, nach Russland marschiert, um die russisch-orthodoxe Kirche wieder der römisch-katholischen Kirche unterzuordnen. Napoleon wird geschlagen in Waterloo 1815, ein Jahr nachdem die Jesuiten 1814 wieder zugelassen wurden. Napoleon war ein Hochgrad-Freimaurer, das heißt, er war jesuitisch kontrolliert. Und 1814 werden die Jesuiten wieder zugelassen und 1815 schieben sie Napoleon ab ins Exil. Wie man so schön in Deutsch sagt, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Seht ihr, wie die Jesuiten sowohl hinter dem Freimaurertum als hinter ihrer eigenen Gesellschaft stehen und immer die dunkle Macht sind, die im Hintergrund die Fäden zieht?
und immer dafür sorgt, dass man auf immer neuen Wegen doch wieder zum alten Ziel aufsteht? Das sollte aus dem, was wir bis jetzt hier heute gelesen haben, ganz deutlich sein. In der Bibel steht ganz klar geschrieben, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Wenn wir uns diese ganzen Taten anschauen, wenn wir uns die ganzen geschichtlichen Fakten anschauen, die ja nun mal passiert sind und die Hintergründe davon kennen, dann gibt es doch gar keinen Zweifel mehr, wer dahinter steht. Weil man sie eben an ihren Taten erkennen kann. Wer erkennt sie nicht daran, was sie sagen? Weil sie predigen Nächstenliebe, sie predigen Liebe, sie predigen Frieden. Aber den Frieden, den die geben, den will ich nicht haben. Die Nächstenliebe, die die üben, die will ich nicht erfahren. Das will kein bibelgläubiger Christ. Aber es sollte uns jetzt ganz, ganz klar sein, dass diese Aussage von Eduard Winter ganz wichtig ist. Im zaristischen Russland überdauerte die Gesellschaft Jesu die für sie damals schwierige Zeit der Aufklärung, in der sie selber die Hauptrolle spielte, durch das Freimaurertum vollständig zu kontrollieren. Um dann 1814, wo Pius der VII. Den Jesuitenorden wieder zugelassen hat, für, zwischen Anführungszeichen, alle Ewigkeiten, um dann im nächsten Jahr, ja, im Zeichen des Siegeszuges der politischen und kirchlichen Restauration Europa wie ein Phönix aus der Asche für die ganze katholische Welt wieder aufzuerstehen, um dann im nächsten Jahr 1815 den Moor, Napoleon nenne ich ihn mal, der seine Arbeit getan hatte, abzuschieben in die Verbannung, in die endgültige. Weil er war ja schon mal verbannt. Und ein paar Jahre später ist er gestorben. Wenn ich mich nicht irre, war das 1821 oder sowas. Ich habe, als ich Kind war, mal das Buch gelesen, Der Mörder Napoleons. Habe davon natürlich überhaupt nichts verstanden. Würde das Buch heute gerne noch haben. Aber ich habe so viele andere Bücher. Damals war jedenfalls deutlich geworden, dass Napoleon keines natürlichen Todes gestorben ist, sondern dass Napoleon vergiftet wurde. Und zwar über einen langen Zeitraum. Und zwar mit Arsen. Wie man festgestellt hat, weil man eben noch Haare von ihm aus verschiedenen Zeitstufen damals bewahrt hatte. Und diese Haare, ich glaube, das Buch wurde in den 60er, 70er Jahren letzten Jahrhunderts geschrieben, diese Haare damals untersucht hat und festgestellt hat, dass es um eine langsame Arsenvergiftung ging. Und wer sind die Meistergiftmischer in dieser Welt? Die Jesuiten. Und wer hat ihm das Gift zugedient? Sein Kammerdiener. Und ich kann es jetzt nicht mehr nachschauen. Ich habe das Buch ja nicht hier. Vielleicht kennt es jemand, kannst du mal sagen. Aber damals hatte ich ja keine Ahnung. Ich war ja damals noch ein Kind, als ich das gelesen hatte. Aber ich gehe mal davon aus, dass sein Kammerdiener, wenn nicht selbst ein Jesuit und vielleicht nur der kurzen Robe, aber auf jeden Fall ein Koadjutator war oder zumindest eben, wie gesagt, wenn nicht selbst ein Jesuit, jesuitisch kontrolliert war. Und Napoleon wurde vergiftet. Der Autor fährt fort und sagt, Voltaire hat Friedrich der Große damals vor dieser Jesuitenpolitik gewarnt. Ausgerechnet Voltaire, der selbst ein Jesuit war. Auch der Zarin Katharina II. Und ihren Ratgebern hat es nicht an Warnungen gefehlt. Aber beide Monarchen waren bei ihren politischen Entschlüssen gezwungen, auf das nur wenig oder gar nicht aufgeklärte Volk Rücksicht zu nehmen. Die Aufklärung jener Zeit beschränkte sich nur auf eine bestimmte Klasse der Gesellschaft. Das führte zu diesen schwerwiegenden Kompromissen. Der preußische König meinte, die Jesuiten in den katholischen Teilen Schlesiens verwenden zu können und wollte seine Toleranz dabei demonstrieren. Die russische Zarin wurde wegen der katholischen Bevölkerung in den bei der ersten Teilung Polens Russland zufallenden Gebieten mehr oder weniger genötigt, ein erträgliches Verhältnis zwischen Russen und polnischen Katholiken herzustellen. Außerdem wollte Katharina als eine aufgeklärte Herrscherin erscheinen. Wenn dies auch mit den in Russland bestehenden sozialen Zuständen und der immer drückender werdenden Leibeigenschaft der Bauern im offenen Missverhältnis stand.
Also man kann nicht auf der einen Seite die Leibeigenschaft der Bauern aufrechterhalten und auf der anderen Seite sich aufgeklärt nennen. Ne? Das ist ein Widerspruch. Die persönlich in jeder Hinsicht sehr aufgeklärte Zaren stand in enger Beziehung zu Voltaire und den französischen Enzyklopädisten wie auch Friedrich der Große. So hat Katharina II. In ihren Memoiren geschrieben und jetzt hört gut zu. Dans un grand empire qui entend sa domination sur autant de peuples divers, qu'il y a de différentes croyances parmi les hommes, la faute la plus nuisible serait l'intolérance. Das heißt auf Deutsch, das war Französisch. In einem großen Reiche, dessen Herrschaft sich über so viele verschiedene Völker erstreckt, als es verschiedene Glaubensüberzeugungen unter den Menschen gibt, wäre Intoleranz der gefährlichste Fehler. Welch Weitsicht hat Katharina II. In ihren Memoiren mit diesem Satz bewiesen? Wenn wir doch wissen, dass heute, am 21. Jahrhundert, überall in der Welt Toleranz gepredigt wird, dass wir das alles ertragen müssen, dass wir die verschiedenen Glaubensüberzeugungen anderer Menschen, die unter uns leben, ertragen müssen. Wir müssen tolerant sein. Intoleranz wäre der gefährlichste Fehler. Warum? Weil dann der Nationalismus wieder vorkommt, weil es dann Kriege gibt und weil dann auseinanderdriftet, was von der römisch-katholischen Kirche doch so schwerlich zusammengefügt wurde. Nun, der Autor sagt, das war an sich richtig. Aber diese Auffassungen teilten die Jesuiten nicht und sie brauchten sie auch nicht zu teilen. Sie wirkten über die Staaten und Reiche hinweg für die Verbreitung der römisch-katholischen Kirche. Der von dieser Kirche vertretene Glaube war für sie allein seligmachend und die Unterwerfung der Menschen unter die Herrschaft des römischen Papstes war zu deren Heil notwendig. Unam Sanctam. Das war, wie der Jesuitengeneral Franz Xaver Werns im Jahre 1907 ausdrücklich schrieb, Zitat, eine dogmatische Definition. Das heißt, ein Glaubenssatz der katholischen Kirche, also der römisch-katholischen, der das richtige Verhältnis zwischen Staat und Kirche für ewige Zeiten feierlich vorgezeichnet hat. Ende Zitat. Ja, jener Satz des Papstes Boniface VIII. Ist sogar in etwas abgewandter Form Omni humanae creaturae et necessarium ad salutem subesse papa. Aller menschlichen Kreatur ist es zu ihrem Seelenheil notwendig, sich dem Papst unterzuordnen, in das Jus Canonicum Universum, dem maßgeblichen Gesetzbuch, aufgenommen. Dem Jus Canonicum Universum. Wir sprechen hier über das römisch-katholisch-kanonische universale Recht. Wenn da dieser Satz aufgenommen ist, dass aller menschlichen Kreatur es zu ihrem Seelenheil notwendig ist, sich dem Papst unterzuordnen. Und wir wissen, dass unsere Gesetzgeber alle Gesetze machen, die im Einklang sind mit dem römisch-katholischen kanonischen Recht, dann heißt das doch, dass alle Gesetzesmacher lediglich dafür arbeiten, um die Umsetzung von Papst Boniface VIII. Unam Sanctam zu bewerkstelligen. Das sollte jetzt, glaube ich, deutlich sein. Im Jahre 1772 erfolgte die erste Teilung Polens zwischen Preußen, Russland und Österreich. Aus dem vordergründigen Gebietszuwachs jener drei Regierungen hatte diese Maßnahme kirchenpolitische Hintergründe, wie immer. Polen war für die katholische Kirche noch immer das Ausfallstor für die katholische Missionsarbeit und Propaganda in Russland. Das war zur Zeit des Demetriusunternehmens schon so gewesen und war es auf andere Weise noch immer. Bereits im Jahre 1728 sah sich die russische Regierung veranlasst, eine Verfügung zu erlassen, welche den römisch-katholischen Geistlichen die Einreise verbot und die zum Katholizismus übergetretenen Russen
mit Ausweisung bedrohte. Dementsprechend forderte der Vatikan den König von Polen zur Unterdrückung der russisch-orthodoxen Gläubigen und Priester in Polen auf. Im Jahre 1762 erging eine neue Mahnung des Papstes an den König von Polen, unter keinen Umständen zu dulden, dass, Zitat, die Wölfe in der Herde wüten. Ende Zitat. Mit den Wölfen waren die russisch-orthodoxen Geistlichen gemeint, mit der Herde die Katholiken. Diese Metapher von den Wölfen und der Herde verrät den Einfluss der Jesuiten. Sie findet sich nämlich wörtlich in dem bereits, bereits in dem berühmten Werk Imago primi circuli societatis Jesu. Dort heißt es in deutscher Übersetzung als eine Kriegserklärung an alle Andersgläubigen, Zitat, solange Leben in uns ist, werden wir zur Verteidigung der katholischen Herde die Wölfe anbellen. Frieden ist ausgeschlossen. Die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Ende Zitat. Die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Hatten wir diese Aussage nicht auch bereits erwähnt in der Lesung Moderne Kriege? Das kommt also aus dem berühmten Werk Imago primi circuli societatis Jesu. Das ist erschienen in Antwerpiae, das ist Antwerpen, im Jahre MDX1. Da hätte ich jetzt gesagt, das ist 1511, und das kann ja nicht. Müsste man mal gucken. Auf jeden Fall, weil da gab es die Jesuiten ja noch nicht. Dieses Werk sagt, dass es eine deutsche Übersetzung von dieser Kriegserklärung der Jesuiten gibt an alle Andersgläubigen. Also nicht nur, das müssen wir jetzt ganz deutlich verstehen, nicht nur Protestanten, nicht nur russische oder griechische Orthodoxen, sondern auch Islamismus, Mohammedanismus, Buddhismus, Hinduismus, Schamanismus, welche andere Weltreligion auch immer. Jede andere Religion ist hiermit gemeint. Solange Leben in uns ist, werden wir zur Verteidigung der katholischen Herde die Wölfe anbellen. Frieden ist ausgeschlossen. Die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Ich möchte diese Lesung hier beenden, weil ich möchte, dass ihr ein wenig nachdenkt über diesen Satz, die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Schaut, ein bibelgläubiger Christ, der die Lehre Jesus Christus hört, versteht und lebt, der tut, was Jesus Christus ihm sagt. Und Jesus Christus wird gefragt, was ist denn das größte aller Gebote? Und zwar in Markus Kapitel 28. Ich mache eben die Schlachterbibel auf, nur um euch das mal eben wortwörtlich vorzulesen. Markus Kapitel 12, Entschuldigung. Markus Kapitel 12 und dann Vers 28. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm.
und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis, ganzer Seele und aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Jetzt habe ich euch das vorgelesen, was Jesus Christus Lehre ist. Und dann nehmen wir die Lehre der Gesellschaft, die sich Gesellschaft Jesu nimmt, die sagt, solange Leben in uns ist, werden wir zur Verteidigung der katholischen Herde die Wölfe anbellen. Frieden ist ausgeschlossen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Wenn die Saat des Hasses dieser Gesellschaft eingeboren ist, wie kann diese Gesellschaft christlich sein? Wie kann diese Gesellschaft sich nach Jesus Christus aus der Bibel benennen? Das kann sie nicht. Hier stürzt das Kartenhaus ein, durch ihre eigenen Worte. Jesus predigt und ist Liebe. Und die Jesuiten predigen und sind Hass. Die zwei Dinge passen nicht zusammen, sind so weit auseinander wie der Osten vom Westen. Solange die Gesellschaft Jesu irgendeine Macht in dieser Welt hat, kann es kein Frieden geben im biblischen Sinne, kann es keinen christlichen, kann es keinen jesusartigen Frieden geben, sondern kann es nur den Frieden der Menschen geben. Und dazu hat Jesus Christus gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt, aber meinen Frieden gebe ich euch. Das sollte einen jeden, der diese Sendung gerne hört, zum Nachdenken ansetzen. Und ganz deutlich, egal was man vorher über die Jesuiten wusste oder nicht wusste, was man über die römisch-katholische Kirche wusste oder nicht wusste, das muss den Ausschlag geben, endlich mal darüber nachzudenken und zu sagen von, folge ich dem Hass oder folge ich der Liebe? Ich, für meinen Teil, ich habe mich entschlossen. Und ich und meine Familie, und damit meine ich meine Mutter, die meine einzige blutsverwandte Familie noch ist, wir haben uns entschlossen und wir folgen dem Herrn, genau wie Joshua es damals tat, der dasselbe sagte. Wir folgen Gott und wir folgen der Liebe und nicht dem Hass. Und ihr, hoffe ich, trefft eure eigene richtige Entscheidung. Mit der Bibel als Maßstab bleibt euch keine andere als Markus Kapitel 12, Verse 28 bis 35 ebenso in die Tat umzusetzen. In die Tat umsetzen, weil Jesus ist nur dann Herr, wenn ich auch tue, was er sagt. Wenn ich nur höre, was er sagt, das spielt keine Rolle. Jesus sagt es selbst an einer Stelle zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern und den Sadduzäern, wenn sie ankommen und sagen, oh Herr, Herr, du hast weise geredet und bla 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 bla. Und er sagt, warum nennt ihr mich Herr? Ihr tut nicht, was ich sage. Und damit bin ich für die heutige Sendung am Ende. Ich danke fürs Zuhören und Zuschauen und bitte, zum nächsten Mal, lest auch eure Bibel. Shalom, Maranatha.